ihr Lieben. Heute habe ich passend zum Thema für euch den Silvester-Tag. Ich habe den letztes Jahr schon gemacht und habe mir gedacht, ich mache ihn einfach dieses Jahr nochmal, weil ich finde, er ist für den Jahresabschluss sehr, sehr gut geeignet. Und ja, deswegen machen wir jetzt nochmal den Silvester-Tag. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Erstens, Jahresrückblick. Welches Buch war dein Jahreshighlight? So genau kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe so viele tolle und gute Bücher dieses Jahr gelesen. Aber wenn ich jetzt wirklich zurückdenke und überlege, welches Buch könnte ich nehmen, fällt mir immer sofort ein einziges Buch ein. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Buch entschieden. Und zwar ist das Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Fantasy-Liebesgeschichte. Ich habe sowas vorher noch nie gelesen und ich bin der Niki auch heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mich auf diese Bücher gebracht hat. Niki, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich liebe dieses Buch, also im Englischen ist es ein Buch, im Deutschen sind es zwei. Also ich liebe diese Bücher unheimlich gern. Es ist eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, die in einem High-Fantasy-Universum spielt. Und ja, ich liebe die Charaktere, ich liebe die Story. Es ist einfach unglaublich gut. Und ich werde sie definitiv nächstes, spätestens übernächstes Jahr nochmal rereaden, weil es einfach eine so unglaublich gute Geschichte ist. Zweitens, Rakete. Welches Cover hat dir dieses Jahr besonders gut gefallen? Ich habe mich entschieden für Origin von Jennifer Armentrout. Ich finde die Cover der ganzen Lux-Reihe wirklich unheimlich schön. Die reflektieren so und die schimmern und ich finde, das sind die schönsten Cover, die ich im Regal stehen habe. Und ja, ich liebe die Cover einfach und finde sie so toll und so schön und so. Drittens, Knallerbse. Welches Buch hat dich enttäuscht? Und ihr wisst ja, dass ich die Gestaltenwandlerei von Nalini Singh gelesen habe und ich habe mich richtig doll auf dieses Buch gefreut von Nalini Singh, Rock Kiss. Eine Nacht ist nicht genug und dieses Buch war so unglaublich schlecht. Das hat mich so enttäuscht, weil ich einfach auch eine gewisse Erwartung an Nalini Singh hatte und dann war dieses Buch so schrecklich und ja, hat mich da deswegen sehr, sehr enttäuscht. Aber der zweite Teil ist definitiv eins meiner Jahreshighlights, also es muss nicht immer eine ganze Reihe schlecht sein, wenn der erste Band kacke ist. Aber es ist natürlich meistens liest man dann die Reihe nicht weiter, ne? Wenn der erste Band schon doof ist. Deswegen ist das eigentlich ziemlich dämlich. Naja, gut. Aber es ist halt so, der erste Band war absolut nicht mein Fall und ich mochte ihn nicht. Und ja, dieses Buch hat mich da wirklich sehr, sehr enttäuscht. Viertens, Wunderkerze. Zu welchem Protagonisten ist der Funke übergesprungen? Ich habe mich hier für dieses Buch entschieden, Dämonentochter, und zwar für den Charakter Aiden. Ich bin immer noch der Meinung, jedes Mädchen sollte einen Aiden zu Hause haben. Aiden ist einfach das Nonplusultra und Aiden ist einfach so toll. Er kommt gleich nach Roth von Jennifer Armentrout. Das ist ja mein absoluter Liebling, aber den habe ich schon so oft benannt, deswegen habe ich mich jetzt hier für Aiden entschieden und ja. Aiden ist einfach ein ganz, ganz toller Charakter und da ist bei mir definitiv der Funke übergesprungen. Und ich bin immer noch der Meinung, jedes Mädchen sollte einen Aiden zu Hause haben. Ja, die Reihe ist ganz, ganz toll. I love it. Fünftens, prickelnder Sekt. Welche Liebesbeziehung lässt euer Herz höher schlagen? Ich habe mich hier entschieden für Rock Kiss 2. Ich berausche mich an dir. Die Beziehung von Charlotte und Gabriel. Und Gabriel ist einfach so ein toller Mann und Charlotte macht in diesem Buch eine so tolle Entwicklung durch. Sie wird wirklich von dieser schüchternen, kleinen, grauen Maus zu einer starken Person und entwickelt sich da wirklich in diesem Buch unheimlich. Und deswegen, ich finde es ganz, ganz toll zu sehen, wie diese Beziehung dieser beiden entsteht und wie die zusammenwachsen, die zwei, und wie die ihren Weg finden. Und ja, finde ich ganz, ganz toll. Deswegen habe ich mich hier für Rock Kiss 2 entschieden. Sechstens, Bleigießen. Welche Geschichte hat dich im Nachhinein auch noch beschäftigt? Also so richtig beschäftigt im Nachhinein hat mich dieses Jahr keine Geschichte, denn ich habe auch jetzt nicht Bücher gelesen dieses Jahr mit so einem schlimmen Hintergrund, also so Dramen oder sowas habe ich ja dieses Jahr alles nicht gelesen. Das sind ja meistens so Geschichten, die einem dann nochmal im Kopf bleiben. Ich habe mich hier entschieden für Angel Fall von Susan E., weil hier einfach etwas in dieser Geschichte passiert, was ich so unglaublich schrecklich finde und grausam finde. Und ich habe damit einfach nicht gerechnet, dass in diesem Buch sowas Übles passiert. Und das hat bei mir im Nachgang wirklich schon ziemlich lange noch nachgewirkt, diese Sache. Und ja, ich fand es einfach ganz, ganz schrecklich, was hier passiert. Und ja, wie gesagt, hat mich im Nachgang noch sehr, sehr beschäftigt. Ich bin jetzt auf den zweiten Teil von Angel Fall auf jeden Fall mal gespannt und ja, mal schauen, was dann mit dieser Sache, die mich hier beschäftigt hat, passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber das war so das
Einzige, wo ich wirklich so im Nachgang noch so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Siebtens, China-Bölle. Von welchem Buch warst du überrascht? Ich habe mich hier entschieden für Paper Swan von Leila Etta, denn ich habe hier bei dieser Geschichte und bei dem Rückband, was hinten so draufsteht, ist ja nicht viel, echt mit was ganz, ganz anderem gerechnet, als mit dem, was es dann am Ende war. Jetzt ist mir bald das Buch aus der Hand gefallen. Und diese Geschichte hat mich mega überrascht und ich fand die Geschichte so unglaublich gut. Und ich muss aber sagen, dass das eine Geschichte ist, die man entweder liebt oder hasst. Also so schwer, was da dazwischen zu finden. Ich mochte sie wirklich sehr, sehr gern. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Handlung toll. Ich fand die letzten 150 Seiten, ich sag's immer wieder, beschäftigen sich mit dem Ganzen, was dann danach passiert, nach dieser Entführung, worum es ja in diesem Buch geht. Und auch das fand ich ganz, ganz toll. Und es ist einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte über das Schicksal und wie Menschen zusammenfinden und dann wieder getrennt werden durch das Schicksal und vielleicht doch im Leben irgendwie noch eine zweite Chance verdient haben. Und ja. Deswegen hat mich dieses Buch wirklich wahnsinnig überrascht dieses Jahr und ich fand es ganz, ganz toll und ich mochte es einfach nur. I like it. Achtens, Dinner for One. Bei welchem Charakter bist du froh, dass er nicht mit dir an einem Tisch sitzt? Hier habe ich mich entschieden für Das Juwel von Amy Ewing. Ja, hier meine ich die Charaktere der Herzoginnen, der Gräfinnen, der Fürstinnen. Ich finde, diese Frauen haben in diesem Buch einfach komplett ein an der Klatsche. Die sind für mich einfach nicht normal, diese Menschen. Und diese ganze Welt ist einfach nur total krank. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich solche Menschen nicht kenne und dass es eine fiktive Geschichte ist und dass diese Menschen nicht mit mir an einem Tisch sitzen. Die sind einfach ganz, ganz schrecklich. Neuntens, Feuerwerk. Welche Reihe hat dich begeistert? Und wer jetzt meine letzten Videos gesehen hat, wird jetzt wissen, was kommt. Und zwar Dark Elements von Jennifer Almond Trout. Ich liebe diese Reihe einfach unheimlich. Ich finde die Charaktere toll, ich finde die Handlung toll, ich finde den Schreibstil unglaublich gut und ja, ist einfach alles super. Das Worldbuilding ist einfach mega cool und ich finde, was Jennifer Almond Trout sich da alles ausgedacht hat, einfach nur genial und ich liebe diese Reihe. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Lest sie und sie ist so viel besser als Obsidian. Also, I love it. Aber sie ist natürlich wieder komplett Jennifer Almond Trout, also Stereotypen, Kitsch, Klischees. Damit muss man halt einfach leben bei dieser Frau. Und wer das nicht mag, sollte die Finger generell von ihr lassen. Aber ansonsten, lest diese Reihe. Sie ist so unglaublich gut. Zehntens, Neujahrswunsch. Welches Buch möchtest du 2017 auf jeden Fall lesen? Und ich habe mich hier entschieden für Pandora, wovon träumst du, von Eva Siegmund. Das ist ein Einzelband und ich habe dieses Buch ja jetzt von der lieben Niki mit geschenkt bekommen. Und ich möchte es definitiv 2017 lesen. Und bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Ich habe schon sehr viel Gutes über dieses Buch gehört und ja, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte und ja, soll ja ganz, ganz anders sein als erwartet. Das war der Silvester-Tag und ich finde den für den Jahresabschluss eigentlich ganz, ganz cool. Ich werde aber definitiv nochmal ein komplettes Jahresresümee-Video für 2016 machen und da werde ich nochmal genau auf alle Bücher, die mir gefallen haben, eingehen. Auf Bücher, die mir nicht gefallen haben, werde ich nochmal eingehen und alles andere auch. Was machen meine Challenges und. Wer von euch dieses Video heute noch am 31.12. schaut, kommt mir alle gut in das Jahr 2017, dass mir keine Klagen kommen und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann, tschüss! Und schon wieder das iPad von meinem Freund. Na!